Hallo liebe Leute, willkommen zu euren GIF Games. Ja, wir sind leider arbeitslos geworden. Wir brauchen einen neuen Job. Deshalb fahren wir heute einen Zug von Hamburg nach Hannover mit einem guten Düsentrieb als Schaffner, der überhaupt nicht redet. Wir sehen uns einfach gleich nach dem Intro. So Leute, da sind wir im Video. Wir haben jetzt eine wunderschöne Nachricht bekommen von der Leitstelle. Heute Morgen werden wir an den Haltestellen bei Hamburg, nee, bei Harburg, Lüneburg, Uelzen und Celle anhalten, bevor sie ihren Arbeitstag an der Hannover Station beenden. Öffnen Sie nun die Türen, um Passagiere in den Zug einzusteigen zu lassen. Ja, also, das mache ich doch gerne, oder? Weiter in Harburg mit ein. Achso, der oder so. Ja. Oh, wie schön einfach Hamburg aussieht. Der Hauptbahnhof sieht auch Eine wirklich. krasse Stadt. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich bin gerade im Hauptbahnhof drin, ey. Harburg ist halt noch, Harburg ist noch krasser. Na ganz ehrlich, Hamburg Hauptbahnhof sieht genauso aus wie im echten Leben. Total viele 50.000 Leute auf dem Bahnhof. Dinge. Der Zug ist für die Weiterfahrt nach Harburg bereit. Ja, schön zu wissen. Also Harburg, und zwar auf Gleis 4. So, wo haben wir jetzt hier die Durchsage? Meine Damen und Herren, willkommen auf der Weiterfahrt von Hamburg Hauptbahnhof nach Hannover. Wir erreichen in Kürze unser nächsten Halt, und zwar Hamburg-Harburg. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Tag und so weiter. Eine wunderschöne Mittag und so weiter und so fort. Hab ich hier irgendwo. Reset habe ich hier. Scheiße, ich habe aus dem Zuglauf geschafft. Wow. Meine Damen und Herren, wir haben circa 4 Minuten Verspätung. Wir bitten ihn uns zu entschuldigen, dass wir ungefähr, sagen wir mal, 4 Minuten Verspätung haben. Er kommt nicht wieder vor. Was ist da? Tach, tach, Kollege! Nee, der fährt nur den IC. Nee, dann ist das doch nicht. Meine Damen und Herren, wir erreichen in Kürze 6 Kilometer Hamburg-Harburg. Bitte vergessen Sie nicht Ihr Hand- und Reisegepäck. Da es möglich sein könnte, dass meine Schaffner und so weiter rein zufällig Ihre Gepäckstücke klauen könnten. Ich doch nicht. Nicht, du doch nicht. Also, ja. Straßenbahnstation, glaube ich, vorbei. Was? Ja, Hamburg gibt keine Straßenbahn. Hä, doch? Die S1, die S2. Das ist eine S-Bahn, keine Straßenbahn. S-Bahn ist genau das gleiche.
Straßenbahn ist so das, was auf der Straße fährt. Und was ist dann, die S1, hä? Das ist so, weißt du, wie eine U-Bahn halt. Hä? Und warum gibt's da eine U-Bahn und eine S1? Ja, damit man es unterscheiden kann. Und was ist daran der Unterschied? Gar nichts. Ach nee. André, du warst doch schon in Hamburg. Ja, weiß ich. Hätte ja gewusst, dass es in Hamburg keine Straßenbahn gibt. Ach, wen interessiert denn sowas denn, ey? Okay, ich sollte schon mit dem Tempo schon mal runtergehen. Meine Damen und Herren, wir fahren in den Hamburger Harburg, keine Ahnung, rein. Wir bitten ihn, um ihr Reisegepäck mitzunehmen. Wenn nicht, dann, ja, dann muss ich heute Abend zum Lotto spielen wieder hin. Ja, ich kassiere jetzt ein. Was? Nein, komm schon, wir müssen noch Lotto spielen. Vergiss das nicht. Dann nehmen wir das Geld und spielen damit Lotto. Ja, vergiss das nicht. Wir müssen noch Lotto spielen. Kein Geld. Warum soll ich dir Geld geben? Ja, ich muss nur hoffen, dass die Gäste irgendwas vergessen. Achso, ja, stimmt, wir dabei, oder was? Oh, ich habe insgesamt 17 Minuten Verspätung. Ist ja noch gut, oder? Bei der Deutschen Bahn schon. Ich mach die Deutschen Bahn aller Ehre, ey. Erfolgreich halt den Zug ist... der Zug ist für die Weiterfahrt nach Lüneburg bereit. Okay. Genehmigung zum Überfahren des Haltzeigensignals erhalten. So, danke. Danke sehr, meine Damen und Herren. Meine Ladies and Gentlemen, willkommen auf der Weiterfahrt nach Hannover. Wir erhalten ein circa, sagen wir mal, in 17 Minuten in Lüneburg an Gleis 1.
Habe ich hier kein Nix hier, um die Fenster hier zu putzen? Habe ich denn hier alles? Aquoleding, was habe ich jetzt gemacht? Das habe ich einfach hier free. Rorate, wofür war das jetzt? Ich will jetzt hier nur wissen, wie ich die Scheiben hier wische, also. Start? Was startet denn da? Der Scheinwischer konnte ja nicht mehr leisten. Richtungswender? Aber welche ist überhaupt kein Scheibenwischer hier? Was ist das? Cap-like. Self-Reset, was habe ich jetzt gemacht? Das habe ich immer mit Self-Reset gemacht. Habe ich hier was? Nee. Das ist jetzt. Was ist das hier? Das ist ja der Signalzone. Nee, also wir können hier anscheinend nicht unsere Fenster hier putzen. Also. Ja, die Deutsche Bahn hat hier was verkackt. Also, ganz ehrlich. Ich hier irgendwie die Deutsche Bahnsicherheitsschirm mich darauf auf hier irgendwie darauf aufmerksam macht, ja, warum funktionieren ihre Scheibenwischer nicht, sage ich ja einfach ja. Was war das? Safe Reset? Was war das denn gerade? Wetter heute hier, ey. Zum Glück ist Düsentrieb dabei. Ach, Wetter macht mir nichts aus. Ja, genau. Norddeutschland stört einen sowas nicht mehr. Wir haben den 14. Wir haben den 14.07. Wir haben den 14.07.2008. Wow, ist das gelangt. Was denn? Meine... Ja, würde ich sagen, mein Speed Protection Stick ist kaputt. Scheiße, das. Ja, tiefer, halt, ja. Ach, zum Glück habe ich einfach hier eine wunderschöne Weiterfahrt, ey. So Leute, wir sehen uns gleich, wenn wir 5 Kilometer vor Lüneburg sind. So Leute, da sind wir wieder. Wir sind gerade 5 Kilometer von Lüneburg entfernt und wir haben schon unseren Kanal wieder. Wir fahren jetzt schnell. Wir dürfen anscheinend schneller fahren durch die Räume, aber wollten wir nicht. Wir wollen nicht schneller fahren. Zuck, 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 die Eisenbahn, was? Notfallbremse drücken? Ja, kein Notfall. Nee, Sandstreuen. Zu
schon wieder irgendein Signal. Was haben wir denn jetzt? Was benutzt das G? Ja, dann fürs Kopf. Was benutzt das G? Das hast du irgendwas übersehen, oder? Auch wieder. Ja, jetzt sei doch mal leise, ey. Ist mir was scheißegal, was er da ist. Ich muss gleich den Zug mal komplett resetten gleich. Ja, wenn ich gleich in Lüneburg angekommen bin, dann resette ich gleich mal kurz meinen Zug ganz schnell. Ja, Lüneburg. Wie schön und herrlich dieser Ort ist. Oder nicht? Irgendwie. Richtig schöner Ort, herrlicher Ort. Ja. Scheiße, zu schnell! André, du sollst doch halten, da wollen vielleicht ein- und aussteigen. Nein! Ich bin zu weit gefahren! Ja, scheiße, André. Ihr Zug muss Passagiere von Lüneburg planmäßig um abholen, ja. Oh, ja, jetzt darf ich nach Uelzen fahren auf einmal, ja. Okay, soll ich nach Uelzen fahren? Kannst du auch rückwärts fahren. AFB AFB. Hallo, ich will in Lüneburg reinfahren. Ja, da bist du jetzt zu weit. Zugbeeinflussung. Lüneburg bist du nicht mehr willkommen. Ach so, ja, schon wieder war ja. AFB. AFB. Aber komm, fahren wir jetzt nochmal hier in den Lüneburg rein, fertig. Scheiße, André, du glaubst nicht, wer gerade auf Steam online gekommen ist. Wer denn? So ein Typ namens Chris. Wer, wenn er gleich hier reinkommt? Nee, ey. Schreib mal hier in die Channelbeschreibung, dass wir gerade in der Aufnahme sind. Ich kann die Channel-Beschreibung nicht ändern. Nee, ich meine jetzt hier den Channel-Namen. Ich kann den Channel-Namen nicht. Dann schreib in deinen Namen oder so, keine Ahnung. Oh, weißt du was? Stopp ihn einfach an, wenn der gleich auf dem CSC drauf ist. Nicht in die Channel wegen YouTube-Aufnahme. Ich kann den Channel-Namen nicht öffnen. Ändern. Also. Dann wechseln wir mal wieder den Zug und resetten den mal kurz. Ein noch gestartet.
Haben wir jetzt den Zug ausgeschaltet? AFB. 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 Weißt du was? Fahr mir einfach weiter. AFB. AFB. Okay Leute, weiter geht's hier auf dem Gleis. Mit dem guten Düsen drin mal wieder. Da gab es ein paar Probleme im Zug, als wir wieder waren. Ja, genau. Sag mal drüben mal den, Fahrgästen den Bescheid, dass wir kein Problem hatten mit. Was weiß ich. Ich mache jetzt hier einfach die Notbremse einfach von jedem Waggon gerade an. AFB. 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 Kann da sich die AFD jetzt hier gerade ja automatisch stellt? Ich hab irgendwas am Zug eingestellt. Keine Ahnung was. Du hast was am Zug eingestellt? Du hast ihn sogar gefahren. Ja, ich hab irgendwas eingestellt. Hey André, du glaubst nicht, wer gerade auf Server gejoint ist. Also noch ein TS. So einer namens Fighter X. Welchen TS? Ja, diesen hier. Wie kommt der denn hier rein? Auch nicht. Bei der Eingangshalle. Frag ihn mal nach, ob der mit der Aufnahme sein will. Das ist ziemlich okay. Weiß ich jedenfalls, wie man Licht einstellt. Das weiß ich immer noch nicht, warum sich die AfD jetzt hier automatisch hier einstellt. Ja, AfD, okay. Das sagt einfach AFB. Achso, AfB, nicht AfD. Keine Probleme mit diesem Zug. Wie viele Kilometer haben wir denn das überhaupt? Willst du mich verarschen? Bravo hat keinen Bock. 86 Kilometer. Diesen Dreh. Bravo, mein André. Bravo hat leider keinen Bock auf Aufnahmen. Also warum? Was hat er überhaupt getötet? Vielleicht hat ihn jemand. Wie weißt du was, diesen Dreh? Was? Wir müssen jetzt hier wirklich. Wir müssen jetzt hier wirklich 125 Kilometer nach Hand. Wir müssen jetzt wirklich 31 Kilometer nach Dings fahren, nach Uelzen. Oder sagen, wie viele Kilometer sind nach Hannover drin? Ja. 125 Kilometer. Okay. Also jetzt habe ich hier irgendein Problem hier.
Ja, Leute, es tut uns natürlich leid, aber unser Zugführer macht halt ab öfters mal Probleme mit dem Zug. Wie, weißt du was? Dann mach doch lieber eine. Wir entschuldigen natürlich auch diese Störung. Oh mein Gott, Geschwindigkeitsüberschreitung. Ich glaube, das ist halt, wir hatten halt manchmal auch ein bisschen betrunken. Aber irgendwie kommen wir immer sicher an. Das war's, Leute. Wir warten nicht hier einfach, bis wir jetzt hier gleich entgleisen hier auf der Strecke. Wir haben ja schon die wunderschöne Geschwindigkeitsüberschreitung. Hast du mal wieder deine Medikamente gegen Selbstmordversuche nicht genommen? Ja, habe ich immer. Das ist natürlich, Leute, dann würde ich natürlich nicht mehr mit dem Zug fahren, aber geht schon. Ja, aber wie gesagt, Geschwindigkeitsüberschreitung haben wir, also ja, wunderschön, oder? Na klar. Standard. Also Tempo von, was weiß ich nicht, ich meine ganz ehrlich, mit Geschwindigkeit, wo ich schon mal ganz schnell ans Ziel an. Oder? Ja, das ist klar. Hi. Warum war das nicht immer? Geschwindigkeit überschreiten, hallo? Kann ja auch nicht viel passieren, oder so. Nee, aber was soll denn da groß passieren? Können. Ich weiß nicht. Und kommt auch sicherlich ja auch keine Alarmpunkte die ganze Zeit. Wir hören von Lampen her fahren. Hey, also... Ich drücke hier die ganze Zeit den Zieherknopf. Der Zug vielleicht ganz genau nicht da bin. Also, ja. Nimm die Notbremse. Ach, die Notbremse, ja. Soll ich... Die natische Bremse oder nehme ich ja die Zugbremse? Nein, das war einfach was am besten bremst. Dynamische Bremse, was meinst du? Hört sich gut an. Boah, jetzt werden wir jetzt hier auch noch, jetzt hat einer hier alle Handbremsen von diesem Waggon jetzt lösen, also gleich nehmen. Was sagen wir zu den Minuspunkten, die ich habe? Was? 6.000, ja, 7.000 jetzt schon ungefähr, ja? 1.000 Minuspunkte. Für Geschwindigkeit überschreiten. Also, hallo, ich komme auf die Fahrgäste nur ans Ziel, also. Was ist denn? Sie sind die schneller, also können sich jetzt nicht beschweren. Genau. Ich bin ganz ehrlich, wer will das hier von mir? Ich bin der einzige Zugführer hier auf der Strecke gerade. Es kommt nichts von links oder von rechts. Ja, kann ja nur von vorne oder von hinten kommen, Mann. Keine Kreuzung. Doch, es gibt heutzutage Kreuzung oder nicht irgendwo. Aber ganz ehrlich, die Bahnschranken, die reagieren so auch zu spät, also... Ja, kann nichts passieren, André. Fahr mit 200 oder wenn du willst. Ja, die Bahnschranke geht gerade runter. Die Bahnschranke ist noch nicht mal runtergefahren, sondern die geht erst in eine Minute runter. Aber der Zug fährt schon dran vorbei. Eben. Hm? Ja, nicht schlimm, ne? Ja, nicht schlimm. Ja, wir sind schon gleich bei 300 Stundenkilometer. und wir durften eigentlich nur 200. Wir durften eigentlich nur 200 fahren. Aber nein, wir sind schon gleich bei 300. Bist du auch 50% schneller? Also. Und was sagen wir zu zulässigste Geschwindigkeit ist für den IC? Ja? 280 Kilometer pro Stunde und wir fahren schon 302. Manuel, kannst du noch ein bisschen mehr beschleunigen? Nee, das Ding ist, ich kann ja nicht mehr. Also, das macht ich, der Soldat kennt halt nur den Rest nach ich vorne. Ich weiß, André, ein richtiger Soldat kennt nur die Kupplung oder das Gaspedal. Also bei dir nur das Gaspedal. Okay, du wolltest um 21 Uhr in Hannover fahren. Ja, wollte ich eigentlich. Aber nein, dauert zu lange. Na, warte, wie viele Kilometer haben wir noch mit nach Hannover? Dann fahre ich einfach durch Ulzen und durch Celle einfach durch. Ach so, ja, noch 100 Kilometer bis nach Hannover. Also, ah, das geht doch voll. Ja, guck, ja. Wenn du mit 300 km/h fährst, dann fahrst du durch. Ja, ich bin ganz ehrlich, ist irgendwie langweilig. Soll ich einfach die Aufnahme löschen danach? Abrufen, ich glaube
Hab mir, halt eh schon, ich hab mir fast gar keine Videos von dir an. Muss das jetzt sofort sein oder geht auch am 1.12.? Was? Wegen der Sache. Server und so weiter. Ach, mich juckt das nicht, ja, geht auch am 1.12. Wenn's ein Backup ist, ja. Es gibt natürlich ein Backup. Das ist das Backup, das ich ja habe. Udi, geh lieber nicht aufmachen, oder? Ja. Machen dann am Cover Game. Verstanden? Ja, okay. Oh, Beförderungsqualität! Oh mein Gott, Beförderungsqualität geht ja jetzt auch noch hoch. Oh mein Gott, minus 300 schon bei Beförderungsqualität. Bei Geschwindigkeit überschreiten habe ich schon eben einfach über 8000, also. Ich wollte einfach das Video hochladen. Vielleicht guckt sich einer an, wenn du Glück hast. Wenn nicht, dann ist es halt so. Ja, wir warten jetzt einfach, bis wir entgleisen. Ja, eben, kannst du das Video nennen? Mit dem ICE fahren bis zum Entgleisen und Scheiße Namen. Ja, genau. Ja, so nennen wir das einfach. Ja, das war auch klar, das ist ein perfekter Titel. Alter! Ich bin hier entgleisen. In den Wald rein. Ja, irgendwann muss man jetzt wieder reichen. Spielbänder Fehler. Zug entgleist aufgrund von umgekipptem Zugverband. Ich dachte aufgrund vom inkompetenten Fahrer. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Wir sind leider in hohen Geschwindigkeit gefahren, leider. Wir können mal hier die Bestenliste mal anschauen, wo wir hier stehen. Hier gibt es ja so eine wunderschöne Bestenliste hier, ja, also. Morgen könnt ihr wieder mit uns mitfahren. Morgen wieder von Hamburg nach Hannover. Mit den höchsten Geschwindigkeiten von mehr als 300 km/h. Na genau, also immer. Also, bei uns ist auch alles sicher, es kann euch nichts passieren. Immer. Also. Bei uns kann wirklich nichts passieren, also uns ist noch niemand von den Armen gesprungen. Oder noch niemand gesprungen. Und die Züge kommen auch immer genauso high wie die Gäste an. Ja, Also wir tragen natürlich für nichts Verantwortung. Ja, genau. Eltern haben für ihre Kinder. Ja, jeder unterschreibt das schon hier, dass der damit einverstanden ist, dass er vielleicht auch stirbt oder so, also. Ja. Machen natürlich auch einmal pro Woche eine Special-Fahrt. Da wollen wir versuchen, also fahren wir noch schneller. Wir können ja morgen einfach vorsichtig nach Bonn fahren. Also von Köln nach Bonn, oder wir können auch. Ich weiß, was wir nehmen. Halt auch mal eine Fahrt in noch den Hogwarts Express. Wir nehmen einfach den Hogwarts Express. Warum machst du nicht morgen mal eine Fahrt in Los Santos? Das kann ich auch machen. Ja, komm, wir schnappen uns den Zug in Los Santos. So, das war's, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Und lasst ein Abo da und ein Like. Ciao.